Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder, hierbei handelt es sich um eine Streamaufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne bei Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Okay. Achso, hier war das Stein. Okay. Kann ich eigentlich... Okay. Nope. Hatte irgendwie die Hoffnung, dass ich da so ein bisschen mit mehr Stil lang rollen kann. Link, schnapp sie dir. Er ist zu schwach. Er ist einfach zu schwach. Der Bengel. Okay, aber dann... Warte mal. Also ich gehe mal von aus, wir müssen wahrscheinlich in das... Das eine Gebäude, was da hinten ist. Also, in dem Bereich. Warte mal. Ach du Scheiße. Hilfe. Ach so, okay, warte mal. Da nicht dahin. Nee, Navi, ich will nicht reden. Mir ist nicht nach Reden. Was sagst du denn? Daronia hat sich in seinem Raum eingeschlossen. Er sprach, ich werde hier auf den Boten der Königsfamilie warten. Okay. Ach, Navi, was hast du zu sagen? Ach Mann, aber immer dasselbe, wirklich. Deswegen rufe ich dich nicht, Navi. Weil ich genau weiß, dass aus deinem Mund definitiv nur Sülze kommt. Oh, ein Stein. Ein Stock. Hast du schon mit dir geredet? Nanu? Nur selten verirren sich Leute hierher. Woher kommst du? Aus dem Wald? Was ist das Wald? Was? Dort wachsen Bäume und Pflanzen? Das verwirrt mich. Hier oben wächst außer den Donnerblumen gar nichts. Wir haben hier auch weder Dekukerne noch Dekunüsse. Und selbst Dekustäbe findet man hier höchst selten. Ich verrate dir etwas. Willst du einen brennenden Stab löschen? So drücke A, bevor er ganz ausgebrannt ist. Apropos, ich habe hier irgendwo einen Stab versteckt. Ja, den habe ich, glaube ich, gerade eingesammelt. Und ich habe auch keine Ahnung, wie man hier bitte, Aber können wir überhaupt irgendwas machen? Erstmal ohne Spaß. Also, was wir halt bräuchten, ist eine Fackel für die, die hier noch nicht erlischt ist. Aber alles, was ich hier sehe, sind rollende Steine. Oh. Hallo. Danke. Ich habe solchen Hunger, dass ich nur ans Essen denken kann. Heiliger Stein? Du meinst sicher den roten Stein, der einst in unserer Stadt erstrahlte. Daronia nahm ihn an sich. Danach schloss er sich ein in seinem Raum und hat ihn seither nicht mehr verlassen. Seit dieser Zeit ist es dunkel in Goronia. Die Dunkelheit macht uns depressiv. Alles erscheint so sinnlos. Ich wünschte, jemand würde die Fackel bei der Goron-Statue entzünden. Ich glaube, in Daronias Kammer findet man Feuer. Oh, warte mal, wo komme ich denn hier hin? Was sagst du denn Schönes? Ich stehe hier, um den Donnerblumen Schatten zu spenden. Möchtest du mich etwas fragen? Über die Donnerblume.
Die Blumen, die dort wachsen, sind Donnerblumen. Sie sind explosiv, explosive Höhlenpflanzen, die nur auf diesem Berg wachsen. Normalerweise wachsen sie nur in dunklen Höhlen. Daher ist dieses Exemplar hier sehr selten. Mit diesem Gerudo-Armband könnte selbst ein kleines Kind wie du die Blumen mit abpflücken. Bekomme ich dann das Armband? Ist dir auf dem Weg hierher die Höhle aufgefallen? Dies ist Dodongos Höhle. Weil es im Inneren nur wenig Licht gibt, wachsen dort sehr viele Donnerblumen. Oh nein. Shit. Ich lese gerade was. Ich meine, auf einer Seite macht das Sinn, dass, wenn das jetzt gehen sollte. Aber, naja. Die Idee ist quasi, dass man vor dem, vor der Tür Zeldas Wiegenlied spielt. Hätte man natürlich drauf kommen können, ja. Aber naja. Ich bin halt stupid. Ich bin ein Dum-Dum. Wie war das jetzt nochmal? Nee. So, okay. Das ist jedes Mal. Hallo? So, bevor ich mit ihm rede. Jetzt habt ihr Post. Schnell. Nice. Können wir? Warte mal. Hey. Hey. Wo kommen wir denn hier hin? Oh. Zum Shop. Ja Mensch, die bieten aber viel an. Willkommen. Mit Verkäufer sprechen. Ich hatte den Eingang versiegelt, da ich nicht sehr viel zu verkaufen habe. Du aber scheinst sehr hartnäckig zu sein. Na gut. Was kostet denn die Tunik? 200? So viel habe ich doch gar nicht. Mann, ey. Na, na. Tut mir leid. Diese Bombe hier ist nur für eine Attrappe. Die echten sind ausverkauft. Wow, ernsthaft? Ja, hätten wir 200 Rubine, können wir uns die rote Tunik kaufen. Die uns gegen Hitze schützt. Aber ich glaube, die kannst du auch nur als großer Link tragen, oder? Erstmal ein bisschen randalieren. Man kennt's. Okay, morgen. Was? Wer bist du? Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Angesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat Daronia, der Führer der Geronen, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er solle mir einen richtigen Mann schicken. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht. Und zudem leidet mein Volk Hunger.
Doch wie dem auch sei, dies ist Sache der Grunen. Wir sind zu stolz, um Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Ha. Na, können wir irgendwas machen? Bringt uns irgendeins der Lieder überhaupt was? Vielleicht kann ich ja nochmal mit ihm reden. Also, ihn beeindrucken. Oh, vielleicht tatsächlich. Okay. Er legt aber ordentlich was aufs Parkett. Ganz gut, aber nicht genau das, was ich hören wollte. Ich mag Melodien, wie soll ich sagen, von außerhalb etwas Natürliches, Grünes aus dem Wald. Das ist meine Art von Musik. What? Ich meine, ich hab eine Vermutung, was er haben möchte, aber... Als ob wir hier nichts machen können, ey. Oder können wir jetzt hier nacheinander die Fackeln hier aktivieren? Weil irgendwie müssen wir ja an die Sachen kommen. Ich versuch's einfach mal. Schaden kann's ja nicht. Jo, danke. Okay, aber so, immerhin kommen wir so in den Wald. Das ist ja auch schon mal was. Die Frage ist, kommen wir noch weiter? Boah, das könnte schwierig werden. Also es könnte vielleicht klappen. Aber da muss schon ordentlich zeitmäßig was hinhauen. Habe ich überlegt, ob ich die eine Dings aufmache. Ich weiß halt leider auch nicht, wie lange die... Nicht oft so schneller. Oh Gott, ist auch falsch. Nee, bin ich nicht. Überhaupt nicht. Ich bin ja noch langsamer damit. Holy shit. Ich krieche ja regelrecht. Einmal versuche ich es noch. Ansonsten gehen wir in den Wald rein. Nee, okay. Hallo? Was war das denn? Der spinnt wohl. Ja gut. Ich nehme an, wir kommen... In den Wald. Willkommen. Ich habe dich erwartet. Schön, dich wiederzusehen, Link. Hör mir gut zu. Hier in den verlorenen Wäldern wirst du die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, der bisher nur wenige Leute betreten haben. Still, ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Muss ich mich noch einmal wiederholen? Nein.
Beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlass dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Konnte man nicht sogar teilweise so komisch reinspicken? Ich laufe mal mit Absicht falsch, weil ich mal sehen, wo wir rauskommen. Oh, wir kommen oben raus, im Kokiri-Wald. Das ist natürlich auch interessant. Und schon mal hier sind, können wir hier auch... Wobei ich immer noch nicht weiß, ob das funktioniert. Aber immerhin lässt er eine Fee droppen. Ja, mit der Beine reicht das mal. Dann back in the woods. Okay. Ich weiß halt, dass du gegen Ende irgendwie noch einen zweiten Weg findest. Okay. Nee, hier. Okay. Muss ich vielleicht einfach nur einmal, dreimal treffen? Also in der Mitte? Ich glaube, ich habe die ganze Zeit daneben getroffen. Fantastisch! Du hast dreimal ins Schwarze getroffen. Dein Talent soll nicht ohne Lohn bleiben. Hier, nimm dies als Dank. Was haben wir da? Ah, Munitionstasche für Dekos. Cool. Cool. Das ist doch schön. Okay, hier. Ich find's auch so geil ohne die Musik. So dieses mit dem, Das da finde ich auch irgendwie geil. Ist irgendwie... Macht auch was. Ja. Okay, wo kommen wir hier hin? Ich gehe mal mit Absicht da mal lang, weil... Ah, okay. So lang wie wir gelangen wir wieder in Goronia. Nach Goronia. So. Na dann. Wait. Hier war ich noch nicht. Ja gut, aber hier kommen wir auch nicht weiter. Also. Boah, der Sound ist auch nice. Unter Wasser. Okay, hier lang. Oh. Nice. Gib mir die Käfer. Wie er sich freut, der Link. Okay, hier rein. Gut, die Bombe. Hätte man eine Bombe, könnte man das kaputt machen. Aber da müssen wir wahrscheinlich auch einfach später nochmal rein.
Hier ist nichts. Hier auch nicht. Na dann. Die Waldlichtung. Stirb! Du Unmensch! Kann ich? Warte mal. Wird man einfach mal so eine Dekonus ausprobieren. Hey! Hey! Hehe. Warum wird eigentlich die... Danke. Das ist doch alles, was ich haben wollte. Aber... Yeah. Zerstört habe ich ihn. Was war das für ein Sound? Kann ich eigentlich... Warte mal. Wobei, ich hätte wahrscheinlich mal abends reingemusst. Aber was wäre, wenn ich jetzt die Zeit ändere? Passiert da irgendwas? Okay. Ich würde ehrlich gesagt nochmal kurz durch den Wald latschen. Warte mal, ich glaube, ich gehe einfach einmal raus. In der Hoffnung, dass vielleicht da ein paar Skulltulas rumtun. So. Hier nicht. Oh, 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 oh. Aha. Stimme in unser Lied mit deiner Ocarina ein. Wir fangen an. Ja, wir hauen nicht einen richtigen Banger raus. Oh, shit. Ups. Ja. Ach so, oh Gott. Jetzt kommt's anders. Mich stört immer noch das mal mit dem Joystick. Ach, ich werd nicht alt, das zu sagen. Beep, boop, beep, boop. Ah! Warum bin ich so blöd? Was ist los bei mir? Kann doch nicht sein, ey.
Hä? Ach. Rechts, links, runter, hoch. Rechts, links, runter, hoch. Links, runter, hoch, runter. Rechts, links, runter, hoch, runter. Rechts, links, runter, hoch, runter. Nice. Das hat Spaß gemacht. Nimm dies als Beweis unserer Freundschaft. Das ist dann scheiße. Ein Rubin? Spielst du mit uns? Rechts, links, hoch, runter. Nice. Das hat Spaß gemacht. Nimm dies als Beweis unserer Freundschaft. Oh Gott, ey, du musst wahrscheinlich. Okay, komm. Ich glaube, du musst es öfters machen, wahrscheinlich. Easy. Kein Problem, Leute. So, was krieg ich jetzt? Ein Herzteil? Yeah. Es hat sich alles gelohnt. Jetzt würde ich mal schon. Okay, aber du wirst wahrscheinlich nichts mehr bekommen. Wenn du hast ein Herzteil bekommen, ein Update für deine Dekonüsse. Okay. Ich war mir nicht sicher, ob es da wirklich lang geht, aber scheinbar. Scheinbar tut es das. Was für ein Navi-Schimmer? Lass mich raten. Ich wusste es. Das meinte ich. Dass du so ein bisschen spicken kannst. Nee. Warum ist denn jetzt halt so lange auf einmal? Fühlt sich gerade doppelt so lang an. Oh, 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 fast wäre ich falsch gelaufen. Hä, willst du mich jetzt veräppeln? Ich werde doch verarscht, oder? Muss ich jetzt eigentlich gegen den Wolf nochmal kämpfen? Nope, sehr gut. Was ist hier los? Ich kann sagen, ich habe kein normales Schild, was soll denn das? Kannst du mal auswählen. Okay. Ich nehme einfach mal das normale Schild gerade, weil es mir ein bisschen mehr hilft hier. Glaube ich. Warum sind hier Wasserbecken? Das versuche ich gerade so ein bisschen zu verstehen. Sind die einfach nur Ästhetik oder haben die auch einen Sinn? Komm her. Erwischt. So, schon mal auf der anderen Seite.
Oh. Okay, dann gehe ich halt einmal rum. Komm aus dem Wasser raus. Genug geplanscht. Okay. Was haben wir denn noch hier? Oh. Gehen wir doch mal hier rein. Der Feenbrunnen. Ja gut, wir haben halt schon eine Fee. Ich überlege gerade, wo war das eigentlich nochmal mit den Updates? Also, dass du bei einer Fee updaten konntest. War das? Müsste, glaube ich, im Dings gewesen sein, ne? In Skyward Sword. Aber jetzt bringen wir halt nichts. Ich brauche das Auge der Wahrheit. Um überhaupt was zu machen mit den Viechern. Ansonsten wird das gar nichts hier. Hüp. Hüp. Ich bin gerade Sorge, dass ich der Sprung ein bisschen zu kurz sein könnte. Aber kein. Warte mal. Kann ich auf eine der Säulen rauf? Ach echt? Frechheit. Aua. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Ich weiß nur, dass der Goron-Boss zu mir gesagt hat, ich will ein Lied, was irgendwie nach Grün und Wald klingt. Deswegen dachte ich, okay, ich gehe dahin. Hallo, ich bin's. Ich habe auf dich gewartet, Link. Dies ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Siehst du, wie mich alle Leute verarschen wollen, ey. Ist unglaublich. Ich mache hier alles korrekt und dann sowas. Wobei ich am Anfang gestruggelt habe, wie man beim Goron-Boss reinkommt. Ich meine, wer soll darauf kommen? Dieser Ort wird für uns beide eine schicksalhafte Bedeutung sein. Ich kann es fühlen. Spielst du mit mir, spielst du hier die Ocarina? Kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen? Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Naja, ausnahmsweise. Versprich die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Was kommt jetzt so? Ich hasse meinen Joystick, ne? Es ist Katastrophe. Hallo, darf ich nochmal? Okay. Warum kann man nicht mit dem Steuerkreuz das machen? Das wäre so viel angenehmer. Warum? Wie wunderschön. Ja, Spiel auf Switch. Du darfst dieses Lied nie vergessen. Versprich es. Vergessen? Willst du meine Stimme hören? So spiel Salias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Die Frage ist, will ich das?
das Dahlias Lied erhalten. No, Spuder. Shit. Hätte er klappen können. Da waren Schweifers auf dem Boden. Ach, nö. Na, ein Doggo war da tatsächlich. Den habe ich halt schon getötet. Darum habe ich mit meiner eleganten Turtle-Technik gemacht. Hat Zadia dir ihr Lied beigebracht? Das Lied scheint sehr geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ich hörte, dass an anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen, zum Beispiel in Hylia. In Hyrule. Warum sage ich immer Hylia? Wegen Hyliana. Platzierst du die Ocarina und... Okay. Ich empfehle dir, eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinie spielen. Auch das macht Spaß. Nein, musst du nicht. Ja, das ist wirklich penetrant bei dem Typen. Alle Lieder, die du lernst, werden dir... Ja, das weiß ich, danke. Weißt du, ich habe auch nur schon mittlerweile, keine Ahnung, 4 Lieder oder so. Und der will mir jetzt erklären, wie man die Ocarina spielt. Der Mann macht mich wahnsinnig. Oder die Eule. Okay. Das scheint es nicht zu sein. Ich will eigentlich wieder nach Goronia. Nein! Nein! Ich wurde verarscht. Gelingt wurde ich. Ich wurde gelingt. Was soll der Schwachsinn jetzt eigentlich? Scheinbar wird einem nur einmal der Tipp gegeben. Also mit der Musik. Weil gerade eben war alles gleich laut. So. Oh. Opa, opa. So, ich bin natürlich, ein Profi merken, deswegen weiß ich natürlich auch, wie man Zadias Lied weiterspielt. Aha, aha, aha. Und rechts, links, okay. So, jetzt tanz mal. Show me the... Oh, jawohl. Oh Mann, ey. Damn, da liegt aber auch richtig Moves hin, ey. Das groovt! Yeah, yeah, yeah! Ein heißer Beat, groovy! Alter. Let's dance! Nee, bitte nicht. Yeah! Oh Gott. Ich glaube, dem ist nicht mehr zu helfen.
Wow, cooler Song. Meine schlechte Laune ist wie verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Yahoo? Was ist Google? Ja, kann ich sagen, Google. Ich bin Daronia. Ich bin der Anführer der Goronen. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Der heilige Stein des Feuers, auch als Goronen-Opal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du mein Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreatur in Dodongos Höhle vertreibst. Bestehst du die Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Goronen, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst du sogar mit schweren Dingen wie Donnerblumen heben. Geil, ey. Endlich. Das Bizepsband. Das war eine weitere Folge The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gerne bei den anderen Projekten rein oder seid beim nächsten Stream dabei. Das war's von mir. Bye-bye!